In diesem Video zeigen wir euch, wie einfach es ist, eine Kartenarbeit selber zu erstellen, dann auch die Kartenarbeit als PDF abzuspeichern und zu versenden. Das Erste, wenn wir beginnen, wir klicken einmal auf die Clear-Taste. Beim Clear passiert Folgendes, es werden alle Objekte gelöscht, auch die Karte, und ich beginne mit einem Layer. Und das Erste, was wir mal machen, wir werden uns die Karte als Grundlage laden, die wir für die Aufgabe brauchen. Wir verwenden hier die Karte vom MSVÖ. Das heißt, ich kann hier in der Sektion Karte bei Karte gehen. Ich könnte jetzt die Karte laden. Ich könnte aber auch eine Map-Datei laden. Der Vorteil der Map-Datei ist, dass die Karte geladen wird und auch schon vermessen ist und alles drin ist, was wir brauchen. Das heißt, wir laden uns einmal die Karte und ihr seht, die Karte ist schon hereingeladen. Das nächste, was wir machen, wir werden uns einmal ein Beispiel, welches wir schon als Word-Dokument vorbereitet haben. Wir haben hier ein Übungsbeispiel und wir sehen, da sind 4 Beispiele drinnen und dieses Beispiel übertragen wir jetzt mit der Navigation und der Zeichnung in die virtuelle Map. Das Erste, was wir machen, wir werden uns einmal diese Layer, diese 4 Stück anlegen und wir werden den ersten Layer, den tauchen wir Map, da ist alles drinnen, was zur Karte gehört. Und dann haben wir hier Beispiel 1, darf man das. Hier haben wir Beispiel 2. Beispiel 3 und dann noch einen Layer mit Beispiel 4. So, bevor wir jetzt beginnen, klicken wir auf Beispiel 1 und hier haben wir jetzt unsere Aufgaben. Und wir fügen eine Aufgabe hinzu. Wenn wir hier auf den Layer klicken, haben wir schon das Beispiel hier. Und wir können uns jetzt alles, was hier steht, einmal mit Ctrl-C holen, hier reinkopieren und wir werden das ein bisschen strukturieren. Da haben wir die Triplocke. Wir beilen mit dem Handbeilkompass, das ist eine Kreuzbeilung. Gleich danach beilen wir mit dem Handbeilkompass das Leuchtfeuer Arkandel mit 082, ermittle den OB und seine Koordinaten und beschrifte ihn. Und die Triplocke wird in eckigen Klammern neben oder unter die Uhrzeit geschrieben. Die Antwort wissen wir noch nicht, weil das werden wir ja gemeinsam erarbeiten und wir speichern das ab. Damit haben wir hier auf Beispiel 1 haben wir schon unsere Angabe. Das heißt, wir gehen jetzt einmal her und werden hier im Blocker, hier wird die Kreuzbeilung beginnen. Und wir sehen, dass wir das erste Leuchtfeuer, die Halbinsel Mova, das ist diese Kirche hier, dass wir die mit 346 anbeilen. Dazu öffnen wir jetzt einmal unseren Rechenturm, unsere Rechentürme. Und wir sehen, da ist noch kein Turm herinnen und auch die Deviationstabelle ist noch leer. Auch hier können wir jetzt eine beliebige Deviations- oder Ablenkungstabelle laden. Und das wäre die Ablenkungstabelle des MSVÖ. So, wir fügen einen Turm hinzu. Da tragen wir jetzt die 346 ein. Ablenkung ist bei Handbeil Kompass immer 0. Und die Missweisung ist plus 4. Das führt uns zu einem rechtweisenden Kurs oder rechtweisende Beilung von 350. Wir speichern das Blatt, fügen einen Turm hinzu und wir beilen hier mit 82, auch 0. Das ist jetzt die zweite Beilung, bleibt das auf 82 plus 4 ist 86 und speichern das auch. Das heißt, wir haben zwei rechtweisende Beilungen, einmal 350 und einmal 86. Das heißt, wir nehmen jetzt unser Lineal und versuchen einmal hier auf der Hilfslinie die 350 einmal einzutragen. Das heißt, ich drehe das Lineal so lang, bis ich hier die 350 habe und das ein bisschen genauer. So, und jetzt kann ich das durch die Kirche verschieben und jetzt zeichnen wir unsere Beilung ein vom Kirchenturm hier nach unten. Immer wenn ich einen Kurs einzeichne, Lineal ausblenden. Und jetzt kann ich die Beilung grün machen und die Beilung auch beschriften. Und die Beilung werden wir jetzt beschriften mit rechtwinklige Beilung 350 und machen die Beilung auch grün und werden jetzt das Ganze mit der Ctrl-Taste
so drehen, dass das hier quasi dabei ist. Das ist die erste Standlinie. Jetzt zeichnen wir die zweite Standlinie ein mit 86. Also auch hier das Lineal anlegen. Jetzt haben wir die 86 hier eingetragen. Und die 86, die gehen jetzt durch den Punkt, durch das Leuchtfeuer Arkandel. Und hier zeichnen wir jetzt die 86 ein, auch wieder lineal ausblenden. Und jetzt beschriften wir auch diese Standlinie mit RWP086. Und das machen wir auch grün. Und somit sehen wir im Schnittpunkt dieser zwei Standlinien, da ist unser OB, unser beobachteter Ort. Den können wir jetzt gleich einzeichnen und der beobachtete Ort wird dann auch beschriftet mit der Uhrzeit. Wir haben 9:30 und wir haben eine Locke von 10 Seemeilen. Und man kann das jetzt auch verschieben, diese Beschreibung dort, wo Platz ist. Gut, die genauen Koordinaten vom Punkt bekommen wir, indem ich den Punkt anklicke. Also wir für uns, da stehen sie. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen diesen OB natürlich mit Lineal und Zirkel bestimmen. Aber wir können als Lösung schon reinschreiben. 43 Grad, 28,3 Minuten Nord. Und dann haben wir 0,15 Grad, 57,9 Minuten Ost. Und wir speichern das ab. Das heißt, das Beispiel 1 ist abgespeichert. Wir sehen, hier sind alle Elemente entstanden. Und ich könnte hier oben beim Layer schon einmal probieren, einfach diesen Layer auszublenden und wieder einzublenden. Ich sehe also, Beispiel 1 funktioniert schon. Jetzt gehen wir auf Beispiel 2. Beispiel 2 füge ich auch wieder ein Übungsbeispiel dazu, eine Aufgabe. Das ist jetzt das Beispiel 2. Ich gehe wieder hier und kopiere alles, was ich hier in der PDF habe, hier rein. Es ist Wind aufgekommen. Der Rudergänger will direkt auf das Leuchtfeuer Molo zusteuern. Welchen Magnetkompasskurs braucht er vom Navigator? Also, welchen Magnetkompasskurs muss der Rudergänger steuern, wenn wir mit einer Beschickung Wind von 10 Grad annehmen und die Beschickung Wind zeichnet den KDW und den RWK in die Karte ein und beschriftet beide? Als Antwort, wenn wir da unten die Beschriftung reinfügen und den, als Antwort ist jetzt da auch wichtig, da schreibe ich MGK, Doppelpunkt. Den möchte ich ja wissen und die Antwort haben wir noch nicht, das werden wir dann gemeinsam machen. Also die Idee ist, wir haben unser Schiff, wir stehen hier mit unserem Schiff und wir wollen jetzt direkt von unserem OB, wollen wir hier auf den Molo fahren. Das heißt, dieser Kurs ist ein sogenannter Kurs über Grund. Anhand des Rechenturms werden wir sehen, bei keinem Strom ist das auch in KDW. Wir beschriften das aber trotzdem einmal. Oder wir beschriften es als KDW, also DW, und wir messen uns heraus, was das für ein KDW ist. Das heißt, wir werden das Dreieck anlegen, schmiegen das Dreieck jetzt hier an den Kurs an, fahren durch die Hilfslinie. Wir verschieben das durch die Hilfslinie und sehen in der Verlängerung, das sind genau 325 Grad, weil unser Schiff hier westlich hier oben Richtung Rot fährt. Gut, lineal ausblenden und hier können wir die 325 dazufügen. Das heißt, wir sehen jetzt hier auch, wenn man das über eine Karten, zum Beispiel hier über die 113 rüberschiebt, dass da leicht ausgelöscht wird, sodass man die Beschriftung auch gut erkennen kann. Das heißt, unsere Idee ist jetzt, wir wollen hier quasi auf diesem KDW fahren und dieser KDW, den tragen wir jetzt in den Rechenturm ein, wieder einen Turm hinzufügen. Bei KDW haben wir 325. Und diese 325 müssen wir jetzt beschicken. Jetzt müssen wir wissen, 10 wird das Plus
oder minus 10, also unsere Abdrift ist 10 Grad. Und jetzt kann man sich mit dem einfachen Trick behelfen. Der Wind kommt ja hier aus Nordost. Und wenn der Wind hier auf mein grünes Minus trifft, dann ist die Beschickung Wind Minus zu nehmen. Wäre der Wind hier auf das Plus getroffen, dann hätten wir Plus genommen. Das heißt, wir tragen im Rechenturm jetzt minus 10 ein, rechnen aber 3,25 plus 10, weil von unten nach oben sich die Vorzeichen umdrehen, kommen auf 3,35 plus 4, die ziehen wir wieder ab, ist 3,31 und 3,31, das haben wir minus 7 und minus 7 kommen wir auf 338. Wir speichern das Ganze ab. Das heißt, die Antwort MGK 338 Grad und wir speichern das Ganze wieder. Das heißt, es war ja auch die Frage, den rechtweisenden Kurs einzuzeichnen. Jetzt schauen wir nochmal in unserem Rechenturm nach. Der rechtweisende Kurs war 335. Das heißt, wir würden unser Lineal wieder anlegen, würden hier auf eine Hilfslinie gehen und würden jetzt 335 eintragen. Und die 335, die tragen wir jetzt direkt von unserem OB hier ab. Das braucht man nicht so lang einzeichnen, gerade dass wir sehen, wieder das Lineal ausblenden, das machen wir jetzt rot. Und wir beschriften auch den rechtweisenden Kurs mit RWK. Und passen das Ganze wieder an. So, jetzt haben wir unseren RWK eingezeichnet, unseren KDW eingezeichnet. Wir sehen also, wir müssen mit unserem Schiff genau in Richtung 335 halten, vorhalten, damit wir trotz des Windes auf unserem KDW-Kurs bleiben und Molo erreichen. Damit hätten wir jetzt das Beispiel 2 fertig. Wir probieren das auch wieder aus. Ich kann das wieder ausblenden und einblenden. Das heißt, das Beispiel 2 ist erledigt. Jetzt kommen wir zum Beispiel 3. Auch hier wieder eine neue Aufgabe. Das ist die Aufgabe Beispiel 3. Und wir gehen wieder her. Beispiel 3, wo wird sich unser Boot nach 50 Minuten befinden, wenn wir mit unserem Schiff 3 Knoten fahren. Dann werden wir einen Logeort ermitteln und auch die Uhrzeit und die Triebblocke dazu schreiben. Beispiel 3, ich kopiere das rein, ermittle den Logeort und zeichne ihn in die Karte ein, beschrifte auch mit Uhrzeit und Triebblocke. Also was wissen wir? Unser Schiff fährt mit 3 Knoten und wir wollen nach 50 Minuten schauen, welche Distanz haben wir zurückgelegt. Das ist ganz easy. Ich kann jetzt hier unseren Formeltipp oder unser Formeltool verwenden. Wir brauchen die Distanz. Wir wissen, 3 Knoten ist unsere Geschwindigkeit, Zeit 50 Minuten. Das sind genau 2,5 Seemeilen als Distanz. Diese 2,5 Seemeilen, die nehme ich jetzt in den Zirkel. Und zwar genau von hier. Und jetzt sehe ich, das wäre jetzt genau die Distanz, die ich in den 50 Minuten zurücklege. Da machen wir eine kleine Hilfslinie dazu. Die können wir auch schwarz machen. Und das ist jetzt der sogenannte OL. Den kann ich hier auch einzeichnen. Und der OL wäre im Grunde die 39 plus die 50 Minuten. Das wäre 10.20 Uhr und die Locke, das wäre genau 2,5 plus 10 ist 12,5, wäre die Triebblocke und man kann das jetzt da jetzt noch positionieren, so damit ich hier Platz habe. Das wäre eigentlich schon das Beispiel 3 gewesen und beschrifte auch mit Uhrzeiger und Triebblocke, da schreibe ich OL 10.20 und eckige Klammer
12,5 eckige Klammer. Das wäre auch die Lösung gewesen. Dann kommen wir zu Beispiel 4. Bei Beispiel 4 machen wir das Gleiche. Wir fügen eine neue Aufgabe hinzu. Die Aufgabe ist jetzt Beispiel 4, das Winddreieck. Also, an unserem OL weht der wahre Wind aus der Richtung 80 mit einer Stärke von 6 Knoten. Unser KdW ist immer noch 325 und unsere Geschwindigkeit beträgt weiter 3 Knoten. Konstruiere mit dem Winddreieck den scheinbaren Wind an Bord. Aus welcher Richtung kommt er und wie stark ist er? Wir nehmen das einmal quasi hier, tragen das hier ein, tun wir ein bisschen strukturieren. Unser KdW konstruiere mit dem Winddreieck, aus welcher Richtung kommt der scheinbare Wind und wie stark ist er? Fragezeichen. Und da unten kommen dann die Antworten rein. Wir speichern das Ganze wieder ab. Ja, und das Erste, was wir machen, wir zeichnen einmal den wahren Wind ein auf meinen OP. Der wahre Wind ist 80, das heißt, ich stelle mir 80 ein. Und diese 80, den setze ich einmal hier auf unserem OL an. Da sind die 80 wieder lineal weg. Das mache ich einmal in lila. Und wir werden das auch beschriften mit wahrer Wind, damit wir wissen, was das für ein Kurs ist. 0,80 und die Geschwindigkeit des wahren Windes war 6 Knoten. Machen wir auch lila und damit haben wir den wahren Wind hier schon beschriftet. Die Stärke des wahren Windes schlagen wir jetzt auch ab. Der Wind war 6 Knoten, das heißt, wir können mit unserem Zirkel hier genau 6 Knoten abschlagen. Das heißt, die 6 Knoten hätten wir links oder rechts aus der Skala genommen. Hier kann ich das direkt am Zirkel aufspannen und beschrift das Ganze. Das kennzeichnen wir mit einem geraden Strich. Das heißt, die Stärke des wahren Windes haben wir. Jetzt kommt der Fahrtwind. Der Fahrtwind kommt nämlich genau aus der Richtung, wo unser Boot fährt. Das ist nämlich hier genau der KdW, nämlich 325. Und das Addieren von Vektoren, also ich muss ja den wahren Wind und den Fahrtwind addieren, mache ich so, dass ich den KdW jetzt noch einmal hier genau, wo ich abgeschlagen habe, ansetze. Das heißt, ich gehe noch einmal hier auf die 325 und schlage hier oder zeichne hier den KdW noch einmal ein. So, den machen wir jetzt auch in schwarz von mir aus. Und die Stärke des Fahrtwindes, das ist ja genau, wie schnell war denn unser Boot unterwegs. Unser Boot hat 3 Knoten Fahrt, das heißt, ich schlage hier genau 3 Knoten ab, weil wenn unser Schiff 3 Knoten fährt, dann haben wir auch 3 Knoten Fahrtwind. Und hier können wir jetzt auch wieder eine kleine Hilfslinie machen. Und jetzt kann man ganz locker den OL verbinden und das gibt uns jetzt den scheinbaren Wind genau dadurch und den machen wir jetzt in Orange und wir fügen auch hier eine Beschreibung hinzu, die heißt nämlich scheinbarer Wind und den scheinbaren Wind müssen wir jetzt bestimmen. Da legen wir jetzt das Lineal direkt an den Kurs an, also an den scheinbaren Wind an. Und bei einer Hilfslinie sehen wir, dass der jetzt aus 50 Grad kommt. Das heißt, der scheinbare Wind ist 0,50 und die Stärke, die können wir gleich herausmessen. Wir werden das jetzt nur einmal. So, ersetzen. Die Stärke des scheinbaren Windes, das ist ganz einfach. Das ist nämlich nichts anderes als mit dem Zirkel genau diese Strecke bestimmt. Das ist 5,4, 5,5. Wäre die Stärke des scheinbaren Windes. Bleiben wir bei 5,4. Das heißt, 5,4 wäre die Stärke des scheinbaren Windes. Und hier schreibe ich
rein. Der scheinbare Wind kommt aus der Richtung 0,50 und die Stärke ist 5,4 Knoten und ich speichere das Ganze ab. Ihr seht also, wenn ich jetzt die ganze Kartenarbeit vor mir habe, ich kann das jetzt alles aufblättern, da sehe ich im Grunde genau, was wo drinnen ist. Ich habe hier im Map alles, was ich für die Map brauche, da braucht man sich eigentlich nicht kümmern. Ich habe hier bei Beispiel 1 das Ganze, was in Beispiel 1 dazugehört, bis Beispiel 4. Ich kann hier auch wieder alles verstecken und man kann hier Schritt für Schritt die Karte wieder aufblenden. Das wäre Beispiel 1 die Kreuzpeilung, Beispiel 2 wäre jetzt unser KDW und die Windberechnung. Beispiel 3 wäre jetzt der OL und Beispiel 4 wäre jetzt das Winddreieck. Das Schöne dabei ist, ich kann das jetzt abspeichern als neue Seekarte und die Karte taufen wir jetzt Übungen Wind. Die können wir überschreiben und diese Karte, die hat hier natürlich auch Möglichkeiten, was reinzuschreiben. Und schreiben wir hin Übungen Wind. Winddreieck, dann sagen wir für das gesamte Beispiel gilt plus 004 Missweisung. Ja, da kann man natürlich auch noch mehr reinschreiben und dann speichere ich das Ganze. Wenn ich jetzt sage, ich hätte das gern für die Kandidaten ausgeschickt als Übung, klicke ich die Lösungen weg oder kann sie dazu nehmen. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, Übungen für KDW. Und ihr seht, ich habe das komplette Beispiel hier schon mit den Texten, mit der Antwort. So könnte ich das ausschicken und die Leute könnten auf ihrer Karte direkt auf der echten Seekarte das Beispiel machen, dann vielleicht Bilder machen und zurückschicken. Und wenn man das Ganze jetzt auch mit Lösungen haben möchte, weil ich das vielleicht bei mir mit Lösungen haben möchte am Tisch für die Kontrolle. Da sind die Lösungen dann ganz unten klein. Je nach Beispiel stehen dann hier auch die Lösungen dabei.